Ein fröhliches Miau. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio. So, wir haben letzte Folge. Habe ich unter Schock festgestellt. Unsere Kupferanlieferung ist zu gering. Ja. Oh Gott. Wir brauchen mehr Kupfererz. Leute. Wir müssen mit mehr Kupfererz herankommen. Hier laufen zwei Bänder voll mit Kupfererz. Aber das reicht uns nicht, leider. Wir müssen das Ganze ultimaten. Mit drei Bändern. Nein. Nein. Mit drei vollen Bändern. Kupfererz. Drei volle Bänder Kupfererz. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ja. Ich glaube, mich tritt ein Pferd. So. Damit wäre das sehr super. Gemischt nochmal. Nochmal nachgerüttelt. Ne, da rödeln wir nochmal durch. Da rödeln wir. Rödel, rödel, rödel. Also. Zum guten Rödeln. Weil das der dritte Band ist. Das können wir dadurch hier wegmischen. Dadurch ist hier mehr Fluss drauf. Weil er sich nicht mehr da so viel wegmischen muss. Das heißt, ich würde sagen, dieses Band wird jetzt von dem abgemischt. Ja, dadurch muss ich die Kohleleitung nochmal umgelöden. Toys, das geht hier ein höher. Geht da lang. Geht da durch und geht weiter. So. Nee, also gelöst. Coole gelöst. Dadurch kann ich hier offenlegen. So. Das ist aber nicht so geplant. So nämlich. Mach mal weg. Wunderbar. So, dann machen wir das so. Ein Speed Splitter. Bitte sagt mir nicht, dass hier Kohle rauskommt. Na, da kommt gar nichts. Na, da kommt da was. Ne, da kommt gar nichts. Okay. Wenn gar nichts kommt, bin ich glücklich. So. Was kommt da? Das kommt da. Alles klar. Das passt. So. Wäre das schon mal geklärt. Also. Gut. Wäre das Band schon mal deutlich entlastet. So, das Rest, der Rest. Hier laufen noch zwei. Ich müsste jetzt dieses Band irgendwie hier durchfrickeln. Stört das irgendjemand? Nein, sehr gut. So, dann sind plötzlich Hupala, sind hier wieder Bänder da. Das ist ein zusätzlich Band hier. Wie kommt denn das hierher? Keine Ahnung. Wo kommt das denn her? Hm. Wer weiß. So. Damit wäre jetzt hier zusätzliches Kupfer. So, das legen wir, würde ich sagen. Haben wir mittlerweile hier unten Kupfer genug? Nee. Also, hier reicht das Band. Heißt, ich würde sagen, wir legen das hier irgendwie. Das heißt, hier will ich irgendwie her. Irgendwie will ich hier hin. Ja, das heißt, ich muss... ja... hier lang. Ich muss jetzt hier irgendwie mit meinen Expressbändern hier durch. Na, das kann ja heiter. Das kann ja heiter. Mit meinen teuren Expressbändern hier durchmaschinen. Aber das kann ja gar nicht. So. Kann ja gar nicht. Außer jetzt Bänder. Meine teuren Bänder. So. Hier sind wir am Prozedieren. So. Hier ist schon fast leer. So, da muss ich hin. Also hier würde ich am liebsten drauf. Das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Ich sag, hier gehen wir rüber. Ja, das sieht gut aus. Es ist echt dämlich, was ich da gemacht habe, ne? Dass ich da... Was habe ich mir dabei gedacht? Jetzt muss ich doch hier wieder rüber. Oh Gott, bin ich dämlich. Bin ich dämlich. Weiß, dass ich dämlich bin, wusste ich das auch? Nein, weil er weiß, was das ist. Habe ich gerade gelesen, am zweiten, der Bild. Wie, du liest Bild? Ja, ich bin ja auch so dämlich, dass ich Bild lese.
So. Fertig. Jetzt kommt's, jetzt. Gut gemacht. Reicht das? Sollte, ne? Da sollte man zwei rote Bänder voll. Reicht das denn für alle? Zwei rote Bänder voll oder muss ich mehr haben als zwei volle rote Bänder? Je zwei volle rote Bänder reichen für die. Oder? Ja, das reicht. Sehe ich zumindest. Ja, da staut sich da. Da haben wir Stoppverkehr. So, die Frage ist, reicht jetzt hier der Antransport? Es sieht okay aus. Sieht in Ordnung aus. Ich will nicht. Wir kriegen Gott sei Dank noch gerade so unseren Dingsbedarf gehalten. Ja, so gerade eben kriegen wir das noch gehalten. So gerade eben. Auf jeden Fall kann es mir jetzt nicht mehr sagen, dass hier nicht genug Kupfer ankommt für die Kreise. Für die Kreisproduktion, ne? Kann es mir nicht mehr erzählen, ja. Dongel, was ist jetzt? Was können wir jetzt? automatisiert, krass. Was können wir? Wir können Bremsgeschwindigkeit machen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Aber wir haben noch mal ein bisschen hier angeguckt. Die Produktion. So. Wie sieht das denn hier aus? Ist betankt. Ist ausreichend. Ich glaube. Satelliten? Wie Satelliten? Wie mache ich denn Satelliten? Mache ich einen Satelliten? Ich will wissen, wie ich einen Satelliten mache. Wo, wie, sa. Oh, das kriege ich aber hin. Wie lange das dauert? Also, ich brauche 100 Leichtbauteile. Sa. Kann ich das in eine Fabrik bauen? Ist die Frage. Kann meine gute Fabrik ein Satellit? Ist die Frage. Ja, kann sie. Alles klar. Dann spielen wir jetzt hier Laden. So. Du lädst jetzt einfach das rein, was du gerne hättest. So. Du brauchst Prozessoren. Alles klar. Kriegst du. Prozessor. Solarpanel kriegst du. So, ich fordere für dich Solar. So, nee, so. Okay, kriegst du ja 100 von denen. Kriegst du noch Solar. Solarpaneele. Kriegst 50. Dann brauchst du noch. So, Akku und Radar. Akku. Kriegst noch Akku. 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 Kriegst auch nochmal 50 und Radar. Radar kriegst du. Vor mir. 10 spendiert. Stelle ich das herstellen, doch sicher Logistikradar. Ich stelle Radar hin, ne? Radar. Wo sind die Radare? Radar. Ich stelle kein Radar her. Warum stelle ich ihn kein Radar her? Was sind das für ein Witz? Warum stelle ich ihn kein Radar her? Ja, ich weiß nicht. Auf ein Radar, Leute. Wir stellen jetzt einfach ein Radar her. Ne, dann machst du einfach so. Warte. So.
Anforderungskiel. Ich habe da eigentlich nicht so die große Lust drauf, hier noch hier irgendein lang dies zu machen, ne? Das brauchst du nicht, das reicht auch. Das machst du. So, dann machst du hier Radar. Radar. Eisen. Zahnrad. Und Schaltkreis. Schaltkreis ruhig anfangen und Zahnrad. Schaltkreis. Schaltkreis 100 Stück bitte und Zahnrad, wo bist du da? Mach auch mal 100 Stück von, bitte schön. Und dann, weil es mir zu blöd jetzt hier, grabst du das da einfach rein. Ich mach da jetzt hier keine Hexen. Ja, wenn ich jetzt hier keine Hexenspuk rausmachen. Kannst du groß schenken. So, Radar. Radar geht dahin. Radar baut. Anbieterkiste passiv. Passive Anbieter. Biete dich an. Wie lange dauert das? Was fehlt noch? Ich brauche noch ein paar Akkus, ne? Ach du Scheiße, wie viel Zeug habe ich denn hier drin? Mittlerweile. Sollte mal alles so ein bisschen runterschrauben, ne? Weil ich demnächst, wenn ich nochmal einen Raketenstart mache, anfordern sollte. Ne? Vor allem so Einzelstacks, das finde ich absolut. Das ist viel zu aufwendig. Ja, auch hier Raki. Wo sind das da? Da habe ich schon hier davon. Dürfen auch nicht. Reichen auch 70. Ja. So, wie sieht das aus? Haben wir ein Radar? Jawohl, wir haben ein Satellit. Satellit. Ich brauche kein Dings hier. Nein, das da. Leute. Gestartet. Warte. So. Tschüss. Da ist sie weg. Sieht man sie offen? Kann ich? Ich hab gewonnen. Ich bin fertig. Sieg. Ja. Ich hab's in 45 Stunden geschafft. Gott, das Let's Play geht 45 Stunden lang. Ja, ich lebe, ich hab's geschafft. Oh Gott. So, schnell, was haben wir denn alles getötet? Viel total spannend. Wir haben viele Balbe. Oh, geil. Geil. Screenshot. Fortfahren. So. Was bringt, kann ich da jetzt mit? Ja, was kann ich damit jetzt machen? Was bringt mir jetzt der Satellit? Aha. Sei also 1000 Weltraumfläschchen. Jetzt habe ich also 1000 Fläschchen. Na, ah, nicht mit gerechnet, ne? Dass der Tio 1000 weiße Fläschchen schafft. Ja, haha. Na, ich weiß, wie krass. Weiß ich doch. Ja. Da habe ich leider noch nicht mit gerechnet. Da ist das nochmal so eine ganze. Nochmal einen ganzen Oschi hier haben werden. Also, das heißt, jetzt werde ich hier nochmal einen ganzen. Noch mal einen ganzen Dings hinbauen müssen, nur Boah. Hab ich jetzt schon keinen Bock drauf. Leute.
immer. Es reicht doch, oder? Es reicht doch, wenn ich ihn, wenn jetzt ein paar von denen die Dinger haben, oder? Muss doch nicht jede Forschung, also jede Forschungsabteilung. Es muss doch nicht jede Forschungsabteilung hier. Das ist natürlich richtig geil von mir gebaut. Damals, damit habe ich halt nicht mit gerechnet. Da muss ich leider sagen, habe ich mir damit nicht mit gerechnet, dass das... Ey, ich habe so viel scheiß Alkane kollier aus anderen Kacke. Den Kack habe ich jetzt nicht. Passive Anbieterkiste. Anforderungskiste. So, du forderst weiße Fläschchen. 1000, bitte. Bitteschön. So. Und ich gebe dir jetzt diese 1000. So, warum mache ich das mit deiner Kiste? Weil ich irgendwann vergessen werde, ob ich, wo ich das einspeise. Das heißt, dann kann ich einfach das in der Kiste einspeisen und fertig ist der Lachs. Bitteschön. Jo! Lalalalalalala, geschafft, geschafft, geschafft. Lalalalalalala, geschafft, geschafft, geschafft. Lalalalalalala, in 42 Stunden. Tralala, tralala, tralalalalala. Das heißt, ich spiele an diesem Spiel schon, also an dieser, in diesem Let's Play schon fast 2 Tage lang. Leute, 2 Tage lang. Gott. Ich glaube, das war halbwegs schnell, oder? Wie kann man Achievements sehen? Wo kann ich Achievements Bonusse, Bonusse? Ah, nee. Nee, will ich nicht. Ich will gucken, hier. Mini-Lektion, nein. Ich will Achievements, Errungenschaften, hier. 72. Forsche alle Technologien. Okay. Okay, produziere, alles klar, produziere, produziere. Okay, okay, okay. Gefolge. Okay. 15 Stunden. Es gibt keinen Löffel. 15 Stunden. Ja, bin ich knapp vorbei. Knapp vorbei. Unaktive Anbieterkisten. Oh. Nee, ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, ey. Also da in 90 Minuten eine Lokomotive schaffen, das ist möglich. Also hier ist vieles möglich, ganz ehrlich, das würde ich auch schaffen. Ja. Also hier ein paar würde ich noch schaffen, das hier, das könnte ich noch schaffen, Technik. Verrückter. Was fehlt denn noch? Ich finde, ich habe den größten Teil. Oder? Was könnte man denn noch erforschen, so für Technik? Also. Für mich ist hier eigentlich nur eine. Das eine. Ich sehe hier nur. Es gibt doch nicht mehr. Oder gibt es noch? Nur aus Interesse. Gibt es hier von manchen Dingen wirklich eine bestimmte Anzahl? Also das geht ja ruckzuck. Warte, machen wir mal ganz kurz. Lass mal kurz durchlaufen.
weil ich neugierig jetzt bin. Ne? Weil für mich kann man nicht die ganze Technik, kann man nicht durchforschen. Meiner Ansicht nach, ne? Sowas geht mittlerweile ja ruckzuck über meiner großen Forschungsbatterie. Läuft mal eben kurz durch. Das ist ja wieder rennt da oben. Ja, rennt ja. Der rennt ja geil. Wunderbar, weiter im Text. So. Hier ist für mich enden. Auch für mich ist das hier kein. Für mich, ich sehe da jetzt. Hier, klar, kann ich das jetzt hier noch durchforschen. Ja. Aber. Ich weiß nicht, macht das. Das macht doch keinen Sinn, oder? Macht. Hier, guck. Oh, bis unendlich. Hier, bis unendlich. Hier. Gibt es hier kein bis unendlich? Hier gibt es bis unendlich. Hier gibt es anscheinend auch nicht bis unendlich. Anscheinend hier wohl auch nicht. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, dass bei den meisten so bis unendlich geht. Hier vor allem. Hier geht es bis unendlich. Wir haben alles. Meiner Meinung nach. Aber ich will wenigstens eine Forschung mit Dingsbums machen. Hier eine wenigstens. Warum sich hätte gelohnt, die weißen Flaschen zu erforschen. Ich will wenigstens hier weiße Flaschen sehen. Ne, dass die auch verballert werden. Da, jetzt werden die weißen Flaschen verballert. Wenigstens einmal und eine Runde hier. Ui. So, aber jetzt mal. Hand aufs Herz. Das war die letzte Folge Factorio Staffel 1. Außer wenn ihr mir jetzt noch sagt, dass ich irgendwas mit dem Satelliten machen kann. Was ich jetzt nicht wüsste, was. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Satelliten anfangen soll. Wenn ihr mir sagen wollt, das werden jetzt noch irgendwie sinnvoll, also. Atombombe, kann ich die aus Interesse, kann ich die hier reinladen? Haha! Ja! Kann ich. So, dann machen wir mal hier. Ich will. So. Ich will Bumm. Leute. Wir werden jetzt Spaß nochmal haben. Nochmal zum Ende. Das dauert zu lange. Das dauert eindeutig zu lange. Ich erschrecke mich immer wieder. Also. Kommt her hier. So, bitteschön. Ich kann doch das. Bumsfall. So, gib her. So. Da sind die. Zack. So, dann wollen wir mal. Ne? Los, Leute, kommt mit. Leute, wir gehen jetzt Spaß haben. Wo gibt's denn Spaß? Gibt's hier Spaß? Das sieht spaßig aus. Wir gehen jetzt dahin. Kommt mit, Boot. Wir gehen nochmals Grande die Final Spaß mit Atomraketen haben. Oh. Na, dann habe ich halt alleine Spaß mit Atomraketen und meinem Spider-Tron. Ne? So, wo muss ich denn? Können wir mal ganz kurz hier? Ich will, bevor ich hier. Klick. Geh mal da hin, ich will kurz gucken. Ja. Hallo? Oh Gott, ey. Pfui. Pfui, Teufel. Haut der mir hier einfach für so ein kleines Krebs-Scheiß-Teil meine Atomraketen kaputt. Was soll denn das? So. Hier kannst du jetzt eine Atomrakete draufwerfen. Da. Los!
Ja. Ah. 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 Aua. Aua. Ah. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ist der bekloppt, der Typ? Ist der jetzt mal ohne Witz, ist der bekloppt. Wie lange soll ich denn daran? So, ich hoffe, jetzt habe ich auch euren Wunsch mehr erfüllt. Mich in Atomrakete zu platzieren. Ja. Kann ich eigentlich noch so teure Energieschilder bauen? Nee, ne? Wo sind die eigentlich hier, Energieschilder? Da kann ich mir gerade nicht lassen. Ist geradeaus. Hab gerade zu viel, zu wenig Stahl. Lololo, da geht's jetzt. Warte. Wir werden das jetzt hier als Grande die Final, werde ich jetzt auf die Map gehen. Und wir werden uns das jetzt ferngesteuert machen. Weil das wollen wir natürlich auch sehen. Wir wollen ja nicht nur live mit dabei sein, wir wollen es ja auch einmal ferngesteuert haben. Bitteschön, steuern Sie, töten Sie sie fern. Oh Gott, ist der bekloppt. Geh du da sofort raus. Weg. Weg. Mann. Ganz ehrlich, Leute, lasst nicht euren Spider-Tron alleine mit Atomraketen spielen. Das nicht gut. Wortwörtlich. Ich bin enttäuscht. Ich bin einfach nur toll drauf. Passe gerade so schön viel Spaß. Bin an meiner Base vorbeigefahren. Passe gerade so viel Spaß mit deinem neuen Spider-Torn. Und dann zerstört er sich einfach selber mit Atomraketen. Oh, ey. Also dieses Spider-Torn ist echt dämlich. Also, was lernen wir daraus? Lasst nie euren Spider-Torn alleine mit Atomraketen spielen. Nicht nur, dass das scheiß teuer ist an Atomraketen, die dann plötzlich weg sind, sondern dieser scheiß Spider-Torn kostet auch richtig Asche. Und mit richtig Asche meine ich richtig Asche. Den fallst du nicht mal eben so aus dem... Den zieh ich mir nicht mal eben aus dem Arsch. Nein. Tu das zurück, ich will gerne das hier. Gib mir meine Dinge. Ich werde mir jetzt wieder einen Spider-Tron bauen. Kann ja hier nicht angehen. 150. Ach du Scheiße. Zwei tragbare Fusionsreaktoren. Kein hier Spawn Spider-Tron. Hallo. Wie war denn Chat? Leertaste, ich will... Will man nur mal mit seinem Spider-Tron spielen, jetzt schon kaputt. So, warte mal, laden. Autosave. Da. Laden. Ey, das ist mir zu blöd. So, da ist mein Spider-Tron. So. Haben wir. Sorry, dass ich jetzt lade, aber war ja nur zum Spaß gedacht. Ne? Also, ganz ehrlich, macht richtig Spaß. Und wir haben alles geschafft ohne Atomkraftwerk. Ja. Klar können wir jetzt so mal so Sachen ausprobieren wie, was passiert, wenn ich meine, nur darüber meine ganze Fabrik betragen würde. Oder auch so zum Ende hin war es hier richtig haarscharf, ne? Weil ich euch mal kurz zeigen dürfte. Ja, na, ganz schlecht.
ist eigentlich sowas hier wie Exoskelett. Erhöht die Regenerierung. Ich will mal ganz kurz mehr ein paar Elektromotoren und ein paar Prozessoreinheiten holen. Denn ich bin jetzt noch mal ganz neugierig, ob ich diesen Bewegungsspeed dieses Spider-Trons erhöhen kann. Ja, das wäre dann nämlich ganz spannend zu wissen, ob ein Exoskelett auch bei dem da funktioniert. Weil man kann ja, da ist ja eigentlich auch eine Rüstung, das heißt, man kann da ja auch schöne Spielereien reintun. Ob ich da noch so geile Spielereien reintun kann. Das ist natürlich eine ganz spannende Sache für mich, die mich brennend interessiert, ob das geht. Brennend interessiert mich das. Wirklich, interessiert mich wirklich. Ne? Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier irgendeinen Scheiß gerade mache. Aber er ist ja eh gelaufen. Ups, ne? Wir sind eh durch. Wo sind Dinger hier? Sag schon, wo sind... Hier sind Elektromotoren. So, jetzt habe ich hier... Ich habe mehr als... So, kann ich ein Elektroskelett? Nein. So. Jetzt bauen wir mal zwei Exoskelette. Ich habe mich jetzt voll gemüllt mit irgendeinem Scheiß. Aber ich kann jetzt... Kann ich... Ich bin jetzt 50 schnell. Okay. Dahin, tu mal das dahin. Tu mal das dahin und jetzt. 70? Okay. Das macht mehr Spaß. Wir werden jetzt mal ein bisschen pimpen hier. Pimp mal Exoskelett. Leute, pimp mal Exoskelett. Werden wir noch mal zum Ende hin machen. Pimp mal Exoskelett. Habt ihr das schon mal gemacht? Pimp mal Exoskelett? Ich noch nicht. Ich werde jetzt mich hier mit voll laufen lassen. Leck mich doch. Damn. Gib mir. Na. So, Feierabend hier. So, Leute. Give me. Ich sehe. Jetzt kommen hier wieder keine Dinger an. Warum kommen jetzt hier wieder... Warum kommen jetzt eigentlich wieder keine Schaltkreise an? Ach so. Eisen ist das Problem. Alles klar. Halt meins. So, habe ich jetzt... Ja, ich habe noch mehr. Ich brauche noch... Wie viel brauche ich? Zwei Stück. Halt. Halt meins. Und meins. Perfekt. So, nochmal eins. Gib mir. So, wo habe ich geparkt? Habe ich vergessen. Komm her. Nee, mein Freund. Also jetzt mal... Butter bei die Fische. Du kommst, kannst, läufst hier nicht mehr ohne mich hier rum, ja? Also ganz ehrlich. Schade. So, kann ich nur so aus Interesse? Ja, kann ich. Kann ich mir nicht leisten. Ich könnte mir persönliche anbauen. Ich bräuchte dafür 5 Batterien. Das sollte möglich sein. 5 Batterien sollten möglich sein. So, wir haben jetzt machen gerade uns ein paar davon. Dann sammeln wir uns in der Zeit davon mal ein paar Batterien. Ja, also jetzt habe ich habe Fluggestelle aufgesammelt, ich Vollidiot. Ich habe Fluggestelle aufgesammelt, ich Idiot. Mann, bin ich dämlich. Wo sind denn hier Batterien? Hier sind Akku. Hier sind Batterien. Mein Fehler, Leute. Ich bin Idiot, sorry. Das ist echt keine Schaltung. Mmh.
So. Also jetzt mal bitte. So, 10 Stück. So. Wir werden das jetzt so machen. Wir werden da jetzt einsteigen. Werden diesen scheiß Kernfusionsreaktor rausnehmen. Werden hier jetzt zack, 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 zack. Ein paar davon platzieren. Nee, das ist Schwachsinn. So. Dann kommt hier noch ein Exoskelett rein. Die haben alle Strom, genau. So, persönliche Akku. Zack, zack, zack. So, dann das brauche ich nicht. So. Der hat keinen Strom. Ach, die müssen sich erst auf. Wir müssen kurz Batterien laden. Leute, ich habe vergessen. Ich habe die Batterien noch nicht geladen. Sorry, mein Fehler. Ich muss die Batterien noch kurz zu Ende laden, ja? Kurz nach dem Blick. Kurz nach dem Blick muss die Batterien noch laden. Batterien sind noch nicht voll. Natürlich wird es jetzt dunkel. Natürlich wird es jetzt dunkel. Wäre auch langweilig. Sind die voll? Nein. Mega. So, die brauchen 200. Ich habe jetzt 1 Megajoule in jede Batterie. Ja, laden die noch? So, lade ich noch meine Batterien auf? Kann ich nicht sagen. Ich würde sagen, nein. Letzter Akku. So. Hier sind überall 1,6. Das sollte doch für ein paar Schritte reichen. Wie schnell bin ich? 80. 90. Das macht Spaß. Und ich mach mal vor euch einen kurzen Cut. Ich warte mal, bis es wieder hell ist. Also, bis gleich. Ich vergesse immer wieder, dass die Pausentaste auch die Pausentaste bei OBS ist, also nochmal. So, da bin ich wieder. Ich habe mein Exos, mein Ding hier vollgeladen. Das ist die maximale Geschwindigkeit, die dieses Ding aushalten kann. Und wir werden jetzt mal rauscrollen und mal gucken, was das so kann, das Ding. Ungefähr 100 km/h. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, hui, das macht Spaß. Mit 100 km/h durch die Prärie macht Spaß. Und unsere Batterien. Also, man kann das machen für den Spaß. Aber wirklich damit längerfristig arbeiten ist unmöglich, weil das Ding geht hier so schnell leer hier. Ja, wenn das keinen Spaß macht, dann auch noch. So, damit sind alle tot. Ne? So. Das ist jetzt die maximale Geschwindigkeit, die möglich ist. Ja, und ihr seht, wie viel wir für diese Strecke schon gebraucht haben. Deswegen werde ich jetzt mal die maximale Geschwindigkeit nochmal mit Fusionsreaktor, denn das für so, würde ich sagen, was sinnvoll wäre, also 70 wäre das. Es ist nicht so schnell, es macht nicht so viel Spaß, aber ich finde, das ist deutlich besser als mit 40 oder so hier durch, ne? Und mal, er lädt auch währenddessen. Ja, warte. Sieht ihr? Er lädt langsam. Da. So, aber als Vergleich zum Spaß an der Freude. Ich muss kurz gucken, sind die geladen? Die sind voll. Jetzt geht's los hier. Ui, 100 Gamma, Leute. Ui, das macht Spaß, Leute. Das macht Spaß. So. Also kann der Spider-Tron wirklich auf Biegen und Brechen 100 km/h. So, als Vergleich schafft. Ich hole mal ganz kurz, um wirklich das Schnellste vom Schnellsten möglich zu machen. Werde ich meinen teuren Raketensprit kurz mal ausgeben. Das heißt, ich werde jetzt meinen teuren Raketensprit mir in die Tasche werfen. Ja, ordentlich Raketensprit tanken. So. Jetzt werde ich mein Auto holen. Zack.
Voilà, nein, das war nicht geplant. Ich wollte R drücken. Bin hier abgerutscht anstand. Wo ist mein Auto? Auto. Das ist lange aus der Fußballerfalle. So, also. Leute. Mit dem Auto schaffen wir in schnellster Geschwindigkeit. Das heißt, Raketensprit rein. Und ab geht die Luzi. Oh Gott. Ja. Sagen wir mal 120. Mehr kann ich nicht. Ja, und was ist da oben? Was fahre ich da oben ab? Schlecht. Okay, das ist ganz schlecht. Das werden wir noch mal ganz kurz beheben, bevor ich hier irgendwann dann noch mal auf den Trichter komme. Ja, also mit viel Schmack ist Chris hier eigentlich auch vorne kaputt. Also das schafft das auch nicht dabei. So, ist jetzt hier wieder Saft drauf oben? Läuft oben wieder? Nee, läuft nicht. Oder läuft, ja, da läuft nichts. Wo ist denn unterbrochen? Ach, da muss doch noch irgendwo eine Leitung unterbrochen sein. Da. Da ist noch. Jetzt lass mich doch mal hier raus, ey. So, da ist absolut. Muss man leider nicht sagen. Also Autofahren hasse ich. Nicht, weil es langsam ist, sondern einfach. So, jetzt ist aber oben wieder Sprit drauf. Ja. Jetzt läuft der Hase. So. Hätten wir das Auto geklärt. Das heißt, das Auto ist 20 km/h schneller als der Spider-Tron. Dafür eckt man mit diesem Auto an fast alles und jeden an. Und auch mit schnellstem Sprit natürlich. Im Gegensatz zu dem Panzer. Wo ist der Panzer? Wo ist der Panzer? Wo ist der Panzer? Panzer. Im Gegensatz zum Panzer. Ich hab keinen Panzer. Wo ist mein Panzer hin? Ist ja auch nicht so dramatisch, baue ich mal einen neuen. Jetzt mal ganz ehrlich, ich hab da jetzt nicht so das Problem, mir eben einen neuen Panzer zu montieren, ne? Also, da kann man auch hier so was rein tun, ausnahmsweise. So. Und der hat eine Geschwindigkeit von. Ja. Sagen wir mal. Beschleunigt noch. Mal noch ein Black. Sagen wir mal 70. Können wir drehen, das macht auch schon sehr viel. Leute, sterben ist ja angesagt. Also so schnell hier mit Ultraspeed wie der Spider-Tron mit Dingsterbums. Mit. Oh. Schlecht. Mit normal. Mit noch. Ne? Mit noch. Ne? So. Das, warum ist denn da rot? So. Ich wollte schon sagen. So, und jetzt nochmal als Vergleich. Wie schnell ist die Lokomotive? Schnief, schnief. Wir werden mal ganz kurz ein bisschen rückwärts fahren zum Anlauf nehmen. Na, super. Natürlich ist da die Lokomotive noch. Dann komm mal kurz lock. So. Ja, wir werden jetzt hier Anlauf nehmen. Wo ist die Lok wieder hin? Da ist die Lok. Ja, wir werden Anlauf nehmen natürlich, weil die Strecke ist nicht so lang, wo ich denken könnte, dass das reicht, um Vollgas zu bekommen bei der Lok. Das heißt, ab geht's. So, was kann die Lok? 200, sagen wir mal 300. Und das sieht so aus. Also die Lok ist ganz klar am schnellsten. Ja, die ist ruckzuck. Ruckzuck hier.
da. Und rückwärts, ist die auch so schnell oder ist sie langsamer? Rückwärts ist sie auch 300, ist scheiße. Das ist egal, ist wie die Lok fährt. Okay. Also sie hat eine rückwärts eine längere Beschleunigung. Ja, und wir sind noch nicht auf Max-Geschwindigkeit. Alles gut. Oh, da war schon Zucker von mir. So. Das heißt, am schnellsten ist Trommelwirbel die Lok. Danach kommt das Auto. Dann würde ich sagen, der Spider-Tron, dann der Panzer. Ja, ich kann auch messen, wie schnell ich bin. Nee, kann ich leider nicht messen. Kann ich leider nicht sagen. Also, ja, können wir festhalten, der Spider-Tron ist schon ein geiles Gerät. Weil du bleibst auch nirgendwo hängen. Du kannst ja sogar ein bisschen über Wasser quatschen. Also. So, und ich finde, das ist ein toller Abschluss für Factorio. Guck mal, das ist geil. Komm, da ist noch eine Insel. Kommst doch dran. Komm. Nee, da, jetzt kommt. Aber hier, ja. Das juckt ihn halt nicht. Ja, wir können auch hier, können wir auf die kleine Insel. Komm, geh, komm. Das sieht, sieht das lustig aus. Komm, ach, schade. Das damit könnte man ja natürlich Sachen. Warte mal, lass mich mal das ausprobieren. Kann man damit, habe ich Landausschüttung. Na, schade. Damit könnte man natürlich auch richtige Inseln machen. Das heißt, dass ich nur mit dem Spider-Tron auf Festland komme. Das ist natürlich spannend. Sehr spannend. Hier kann man auch da geht's einfach drüber hier. Ne? Man sieht, wir haben noch Sprit, ne? Ja. Also et geht einfach. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, wann euch das Projekt Factorio gefallen hat. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Vielleicht sehen wir uns dann am Projekt, einer meiner Lieblingsspiele ist Squid Mechanic. Vielleicht macht es euch auch Spaß, da ist ein paar Ähnlichkeiten mit Factorio. Nee, es ist nicht dasselbe Setting, aber es ist auch sehr komplex. Oder was weiß ich, schaut zur Not bei anderen Leuten Factorio vorbei, keine Ahnung. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal in Zukunft eine Staffel 2 bringen, aber erstmal nicht. Ja, ich bin erstmal glücklich, dass ich Factorio Staffel 1 beendet habe und das Spiel durchgespielt habe. In 45 Stunden oder so. Das ist gut, finde ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlecht ist. Mir kommt es nicht so vor, als ob 45 Stunden so schlecht sind als Spielzeit für einmal komplett durch Factorio. Und ich finde das schon erstaunlich, was wir so in dieser Zeit geschafft haben. Nur das ist schon krass. Hier so die Anfänge. Ne, so die Anfänge und was weiß ich nicht alles. Ja, ne, das so, hier hat's angefangen mit dieser Schmelz, dann ist hier immer so breit, habe ich irgendwann gesagt, hab brauche ich nicht, bis dann hier das Chaos angefangen hat. Und damit nur noch tschüss und miau. Ciao.